ist das Senor Didi. In der dunklen Jahreszeit 2021. Und ich will mal wieder ein bisschen hier Musik üben. Das heißt, also ich bin jetzt hier von den Latini. Bin ich jetzt weggegangen. Schon wieder eine neue Spur aufgelegt, jetzt nehme ich mal Kanal 11 und habe ja gesagt, in den vorigen Sendungen wollte ich jetzt ein bisschen Reggae mal üben. Ja, das heißt also im Grunde Reggae, meistens so wie ich das mitkriege oder mitbekomme, ist das immer im Moll. Ne? Und ich will das jetzt mal in E-Moll ein Reggae machen, ganz einfach gehalten. E-Moll, C-Dur, D-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur, E-Moll. Ja, und das soll jetzt ein Reggae werden. Dann will ich jetzt mal gucken. Den habe ich schon mal vorgearbeitet. Und da habe ich auch noch einen Bass zugemacht. Wie man das will. Ich habe hier schon mal den Kanal angelegt, obwohl da auch schon noch kleine Fehler drin sind. Aber das geht mir jetzt nicht um das Professionelle, sondern erstmal um darauf zu üben. Die E-Moll-Tonleiter hauptsächlich zu einem Reggae in E-Moll. Wenn man das aufnimmt, das hat jetzt 78 Beats in der Minute. Der Anfang. Da will ich mal einen guten Sound raussuchen jetzt. Machen wir es mal. Moll-Tonleiter.
Katholik? Thank you.
Ich würde nicht mehr nur Pentatonik hacken, das ist nicht nur Pentatonik. Ich meine, im Grunde, was ich so übe, ich habe ja schon vieles geübt, es geht bei mir eigentlich so mehr um das Wissen als um das Können. Können ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Bloß das ist doch vielfältig, was man können müsste. Deswegen reduziert das aufs Wissen. Und was ich jetzt kann, also was ich weiß, was ich jetzt kann, das ist im Grunde, ich mache eine sogenannte Fusion, das heißt, wenn ich jetzt E-Moll anspiele und spiele eine E-Moll-Tonart, dann spiele ich aber auch dazu dann die E-Moll-Pentatonik und die E-Blues-Tonart. Ja, die vermische ich dann immer. Ja, da mache ich dann alle im Grunde, wenn man gesagt, spiele ich jetzt einmal die reine natürliche Moll-Tonart. Ne? Und mische dann aber auch nochmal die Pentatonik. Moll-Tonart, ne? Von Booster. Ne? Dann geht der Moll rein. Deswegen ist das nie, was viele sagen, ich würde nur rein Pentatonik spielen. Ja, kann sein, dass ich das im Vorzug habe, aber im Grunde, was ich hier mache, ist Fusion, sagt man dazu. Ein Vermischen von mehreren Sounds, ja. Das heißt im Grunde, wenn wir jetzt eben Moll spielen, kann ich die reine, natürliche Moll-Tonata spielen, aber ich kann auch dazu was anderes auch spielen, Pentatonik. Moll Blues. Ja, also ich vermische diese drei Tonarten immer, weil die bevorzuge ich eigentlich bei allen Musik, die ich mache. Ja, weil das jetzt Moll, E-Moll ist, bin ich natürlich auch bevorzugt dann auch die Moll-Tonleiter. Und wenn ich jetzt den Blues spielen würde, dann würde ich bevorzugt, aber spiele trotz alledem wieder die Moll-Boost, die eolische Moll-Tonleiter mit rein.
Man hat also im Grunde nur ein Vermischen von mehreren Scales, also auf mehreren Tonleitern, ne? Und im Grunde ist es eine Improvisation. Ne? Ein Backing-Track. Rhythmus. Thank you.